Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin es wieder und wir sind wieder mal zurück in Beyond Two Souls. Jetzt wieder eher in den Jugendjahren von Jodie. Ui, was schaut sie da? Ach, jetzt ist sie wieder da. Das ist noch zu der Zeit, als sie noch in diesem, weiß ich auch nicht, in dieser Anstalt da war mit Nathan. Letztes Mal haben wir gesehen, wie sie die Anstalt verlassen musste und wie sie sich danach in diesen Ryan verliebt hat, der überhaupt keine Empathie gezeigt hat. Ja, die beiden Kapitel kamen direkt aufeinander und es war ein bisschen fies, weil im ersten haben wir gelernt, Ryan zu hassen und im zweiten war sie in ihn verliebt und da dachte ich, irgendwas fehlt da. Ja, das war alles einfach. Na gut, guck mal, jetzt sind wir jetzt wieder zurück. Lange bevor das alles passiert ist. Ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jodie, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Also irgendwie... Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werde es holen. Irgendwie lernt man Nathan richtig zu lieben, irgendwie, weil das so, der behandelt sie so richtig väterlich irgendwie. Ich habe noch irgendwie keinen Grund gehabt, ihm irgendwie zu misstrauen, oder? Ich habe noch keinen Grund gehabt, ihm zu sagen, oh, der nutzt sie aus oder will sie bloß studieren oder sowas. Oh, sie hat Angst im Dunkeln, war da nicht was? Mach mal das Licht an. Wo ist jetzt dieses Buch? Ja, da gucken wir uns mal um. Schluss damit, Aiden. Oh. Das ist nicht witzig. Aiden ärgert sie. Sie wird jetzt in so einem Raum keine Angst bekommen, oder? Das ist ja nicht wirklich ein Keller. Aiden? Jetzt bekomme ich Angst. Warst du das, Aiden? Aha, interessant. Was ist denn das? Neuer Bonus! Ui, irgendwelche Spezialwissen. Hier, vielleicht kann man kurz gucken, ob die irgendwas über mich reden hier. Mann, es ist unglaublich, was wir alles durch ein kleines Mädchen entdeckt haben. Ja, sie ist wirklich was Besonderes. Manchmal scheint es, als hätte sie schon mehrere Leben gelebt. Ha. Wir sollten sie etwas schonen, Nathan. Ich meine, sie ist ein Kind. Und die Sitzungen mit Aiden sind wirklich sehr hart für sie. Du hast recht. Wir haben genug Daten zum Bearbeiten für Monate. Gönnen wir eben mal eine Pause. Cool. Okay. Also, die sind doch... Was ist mit den Eltern? Hast du irgendwas gehört? Nein, aber es ist vermutlich besser so. Du hast bald vor... ihr die Wahrheit über sie zu sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Cole. Ich will ihr einfach nicht wehtun. Aha. Aha, okay. Ja, interessant. Man möchte sie schonen, also gut. Er behandelt sie gut und so weiter, aber trotzdem geht es ihm natürlich auch um die Daten, die sie irgendwie beschaffen kann. Okay. Buch suchen. Ich glaube, wir finden hier mit Aiden nichts mehr. Nimm das Buch jetzt. Ja. Dante! Lauf! Ach. Fairy Tales. Feengeschichten. Was zur Hölle ist? Wer war denn das? Was war denn das? Sie sieht tote Frauen? Kannten wir die? Nee. Das war nicht ihre Adoptivmutter oder was? Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege.
Jodie? Jodie, alles klar? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Okay. Ja, 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 Moment. Nathan! Vielleicht hat sie gerade schon irgendwas vorausgeahnt, was ist, was jetzt, Nathan, was sie jetzt erfahren? Aha. Sie hat's geahnt oder gesehen oder so? Nathan, was hast du? Seine meine Frau. Frau und seine Tochter oder was? Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Ha. Krass. Sie sind tot. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie. Boah, es ist heftig, sowas zu erfahren am Telefon so nebenbei irgendwie. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man sowas am besten erfährt, aber... Boah. Krass. Normalerweise wird man jetzt, wenn man so eine Botschaft erhält, dass jemand Nahestehendes gestorben ist, wird man jetzt erstmal nach Hause gehen zur Familie und dort Trost finden, aber wenn es die Familie nicht will. Jamal Scheich Sharif. Mist, ich hab dich aufgepasst. Warlords des gesamten Landes. Mist, wann. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Die letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Ja, danke, dass du mir das erzählst, nicht Brian. So okay. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Ich war in Gedanken noch bei Nathan irgendwie, als diese Zeitleiste kam. Jetzt weiß ich nicht, ob das nach dem Dinner ist oder vor, also vor dem Dinner. Oder wann das jetzt ist. Na gut, okay. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jodie. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mist, ich muss wissen, was zwischen den beiden passiert ist irgendwie. Keine Sorge. Wann das jetzt spielt. Ich bin nicht allein. Ich habe das Gefühl, die sind zusammen irgendwie. Ich habe auch nur so die Besprechung auch nur so halbwegs mitbekommen. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Wir sollen jemanden töten, dürfen uns nicht entdecken lassen. Und am Ende ein GPS-Signal, damit sie uns wieder abholen können. Nein, die ist ja special ausgebildet. Okay. Oh je. Den Warlock sollen wir ausschalten. Da sieht es ja nicht so gut aus. Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind, Aiden. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind, Aiden.
Da sind welche. Wollen wir uns um den irgendwie kümmern, oder? Aha. Ich kann den irgendwie herlocken oder so. Und dann töten. Ich weiß gar nicht, wo ist denn Jody jetzt gerade? Na, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, sie kann ja da irgendwie in Deckung rumlaufen. Kann man die auch töten? Nee, kann man nicht. Keine Ahnung, vielleicht werden sie mich sehen. Das Training ist schon so lange her. Oh, oh, wir müssen, oh, wir müssen ihn ablenken. Ich weiß es wieder. Geht nicht mehr. Ich hatte eben kurz klicken können. Jetzt geht's aber nicht mehr. Okay, das war nicht schlecht. Jody. Da war noch irgendwo einer. Oh, was war da? Reifen. Da war einer, der ist hier rumgelaufen. Das ist wieder eine ganz andere Mission hier. Und mal kurz gucken, was wir mit den Reifenstapel machen können. Wegwerfen. Okay. Gut, gucken wir mal die Treppe hoch, würde ich sagen, falls das geht. Wo bin ich hier? Geht nicht. Okay, na gut. Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Gehen einfach die Treppe mal hoch. Oh. Das ist ungewöhnlich hier. So, jetzt besser. Geht's da nicht durch? Was machst du denn? Da könnten wir in Deckung gehen. Ich versuch's nochmal, ich habe Angst, erwischt zu werden hier oben. Jetzt geht's. Ja. Eine Person. Einfach wirkt aus dem Nichts. Was hat er sich wohl gedacht in seinen letzten Sekunden im Leben? Okay. Machen wir weiter. Da waren wir. Da müssen wir wahrscheinlich rüber. Das ist wahrscheinlich richtig. Gut. Also, da kommen wir weiter. Oh! Mist! Das ist halt elend. Sind wir jetzt gelandet? Auch gut. War wahrscheinlich sogar kürzer. Abkürzung gefunden. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Und das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Senaki Hotel. Huh.
toll. Das ist das Hotel. Los gehen wir. Was haben wir hier? Neuer Bonus. Ich wüsste gar nicht, was das für ein Bonus ist. Oh, da ist einer. Der ist zu weit weg. Der wollte sich nicht erwischen lassen. Gut, wir schleichen uns hier entlang. An der Wand. Da ist auch noch welche. Okay, wir gucken mal. Ha! Tu beide bitte! Die sind weg, sind nur vorbeigefahren. Schande, ey. Ich dachte, was ist los? Oh, da hängt jemand. Krass, nicht erwischen lassen. Was, wenn jetzt wieder ein Auto kommt? Okay, guck mal, da vorne stehen, glaube ich, welche. Da an der Kreuzung. Da kommen wir noch nicht hin. Oh, das sind viele. Ach du Scheiße. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Na gut, Jody zum Glück schon. Oh mein Gott. Psst. Manu? Da kommen wir wieder hoch, noch runter. Können sie zumindest ablenken, damit wir da vorbeischleichen können. Vielleicht. Nee, wir können sie nicht ablenken. Ich dachte, ich kann die Tonne irgendwie kicken oder so. Oh mein Gott. Und da hängen wieder welche. Kann sein, dass wir das jetzt zweimal machen müssen, liebe Leute. Robben wir. Okay. Ach, du meine Güte. Wie geht's weiter? Da ist das Hotel. Ich glaube, wir kommen da hin. Ohne Probleme gerade. Was ist da los? Oh mein Gott. Ach, komm her. Den können wir machen. Der erledigt es für uns. Werd sie los. Oh mein Gott. Das ist schon heftig. Ich weiß gar nicht. Ich würde gar nicht wissen, wie viele Leute sie schon auf dem Gewissen hat. So, gucken wir. Sieht frei aus. Sieht gut aus. Wie kommen wir da jetzt rein? Vielleicht kann Aiden hier diesen Stapel da wegmachen. Diesen Trümmerhaufen. Da irgendwo auf dem Dach stand noch einer. Der ist jetzt aber nicht zu sehen. Gut. Gucken wir mal, dass wir überhaupt da reinkommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, komm. Ah! Okay. Nein, Aiden kann nicht helfen. Also vielleicht da weiterlaufen? Ich komme aber auch da rein. Es hieß ja, sein Standort ist hier drin, in diesem Hotel. Von außen können wir ihn wohl nicht erwürgen irgendwie. Hotel Senaki.
Außen drumherum kommen wir nicht, da ist alles zu. Achso, vielleicht kann man einfach rüberlaufen. Kann ja auch sein. Nee. Das geht nicht. Ja, dann müssen wir wohl nach da, in diese Richtung. Es hat ein bisschen was von Division. So zu laufen hier von Deckung zu Deckung. Sieht gut aus. Wir hauen gerade ab. Das Senaki Hotel. Ja. Gut, erst mal erkunden. Aiden, guck du mal. Das Problem ist ja, dass sie anscheinend nicht sieht, was er sieht. Also weiß ich gar nicht, was ihr das bringt, wenn Aiden schaut. Da kommen wir noch nicht hin. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Huch. Das hat nicht gereicht. Wir haben ihn noch kurz abgelenkt. Jetzt kommt er zu mir. Aiden, mach ihn tot. Huch. Pass. So, Treppe hoch. Gucken wir erstmal. Da haben wir irgendwelches Zeug. Weiß man nicht. Das sind wahrscheinlich. Achso, das sind Erinnerungsdinger, die sie anschauen kann. Okay, hier oben ist alles gut. Dann gehen wir mal hoch. Sie sind weg. Sie sind weg. Gut, da gucken wir mal. Achso, dann muss ich hinsetzen. Jetzt. Darüber? Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist eine in der Nähe. Die sollten wir leicht finden. Die sollten wir leicht finden. Okay. Da gibt es auch noch andere Sachen anzuschauen. Das gucken wir uns auch noch an. Vielleicht erfahren wir mehr. Gut. Was haben wir noch? Da war, glaube ich, irgendwas. Zwei. Lagerfeuer und diese Schlafstätte da. Och komm, guck dich um. Ich sehe nichts. Da. Ungefähr 10 Mann. 10 Mann? Ach du meine Güte. So. Samir, bitte kaddo. Abkuro usakum ila al-asfal. Okay. Verletzte. Angegriffen vielleicht?
Okay, gut, wir gehen weiter. Ja. Tante. Dreh dich mal um, Mensch. Es ist manchmal nicht so einfach hier mit der Kamera. Wo ist der Abgang? Sind wir da runtergekommen? Das ist die Treppe hier, oder? Ja. Okay. So, wo war das? Da hinten. Oh, Scheiße. Mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen, ey. Mein Gott, da vorne sind auch wieder welche vier Typen. Wie kommen wir da vorbei? Da hoch, Leiter hoch. Unauffällig. Unauffällig. Oh mein Gott. Mein Gott, da hätten wir vorher mal gucken müssen, bevor wir da hochklettern, ob da einer ist. Sieht gut aus. Zwei. Kann man da was machen? Nee. Gott. Oh. Alter. Gut, ich glaube, wir müssen nach links. Ich würde mich gerne umgucken, aber ich kann hier gerade irgendwie nicht. Gut, jetzt. Da ist einer. Das ist eine gute Gelegenheit, aber ich will erst mal wissen, was da los ist. Ah ja, gut, das passt. Oh. Pass auf, meine Güte. Ah, was machst du denn? Das habe ich gerade gar nicht alles gesteuert. Den kriegt er so. Scheiße! Manchmal klappt das nicht. Wahrscheinlich habe ich das Gefühl, so eine Panikattacke oder sowas zu haben. Wenn das passiert. Ui. Erwischt. Und sie hat nicht einen Schuss abgeben müssen. Das ist der Hammer. Gut. Okay. Denk mal, da vorne ist sie. Ist das Portal, das da brauchen wir vielleicht der Eingang? Zum Kathedralenbereich oder sowas? Oh, das sieht aber nett aus hier. Oh Gott. Schön. Ist er dahin? Anscheinend. Wie gesagt, es geht dahin. Ah! Da ist einer. Den kann man nicht machen. Menhune! Wer hat das gehört? Mein Gott! Das ist auch für das Training da war, das wir da geleistet haben, vor einiger Zeit. Wo sind die? Da vorne. Ich weiß noch nicht ganz. Achso, die Roten sind die Bösen und die Blauen, die nicht. Das waren Frauen irgendwie, die Blauen.
Das war jetzt. Aha. Aber wir haben, glaube ich, auch schon Blaue umgebracht. Auf Black! Ah, sie laufen weg. Weg sind sie. Gut, und wo gehen wir jetzt hin? Man weiß es nicht. Da ist doch... Da müsste die Kathedrale sein, glaube ich. Da kommen welche. Huch. Oh Mann. Die kennen keinen Erbarmen. Schrecklich. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, Aiden, guck du mal. Der ist gelb. Da kann man auch nichts gegen machen anscheinend. Da hinten war auch wieder ein Blauer, der bestimmt auch böse ist. Aber den wir jetzt gerade nicht töten können. Wo bin ich jetzt hier wieder? Achso, da ist er lang. Lass dich nicht erwischen. Oh je. Da ist ein großer Vorplatz. Ach. Die sind doch schon tot. Na gut, wir gucken mal, ob wir die erwischen können, aber ich glaube es nicht. Der Vorplatz gefällt mir gar nicht. Da ist auch noch einer. Halt mal auf! Okay, ich glaube, wir können gegen die nichts machen. Waffe vorbei. Oh mein Gott! Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Oh, hauen die ab, Glück. Sie waren hier. Da sind wir jetzt. Sie waren hier. Aber sie sind es nicht mehr. Gucken wir mal. Na? Oh je. Das ist nicht so einfach. Jetzt. Okay. Zum Leuchtturm. Zur Moschee ist es. Moschee. Was die Karte nicht alles gesehen hat, meine Güte. Der Tote. Oh, das geht gut. Oh. Ah. Da kam einer zur Tür rein. Hätte jemand meinen Job gemacht. Ja. Fast. Fast, fast. Gut, also wir müssen zu dem Minarett. Wo auch immer das jetzt war, müssen wir schauen. Das Spiel wird uns schon dahin führen irgendwie.
Da war noch was. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Aha, der Warlord da, Prediger. Gut, das muss irgendwo gleich in der Richtung gewesen sein. Sicher bin ich mir nicht. Irgendwo jemand? Guck mal, vielleicht sieht einen mehr, wohin müssen. Oh, der sieht gar nichts. Er sieht ja gar nichts, Trottel. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass wir in diese Richtung müssen. Also gucken wir mal weiter. Oh, anscheinend war ich falsch. Gut, das Spiel wirft mich zurück. Dann. Gut. Vielleicht in diese Richtung. Ich glaube, hier ist es mal besser. Ah ja, die haben wir vorhin schon gesehen. Finden hier aber auch keine Deckung. Oh nee, oh nee, oh nee. Wie kommen wir da jetzt vorbei? Weil ich über den Mast? Nee. Dann einfach hier vorbeilaufen. Ich probiere es mal, ob wir vielleicht über den Mast klettern können. Das geht natürlich nicht. Vorsicht, Tante. Was warst du da? Was, da hoch? Da hoch? Wir sollen in die Kathedrale rein. Okay. Wie hast du dir das vorgestellt? Was bringt das, wenn wir da oben sind? Achso, da durch. Okay, erstmal gucken. Aiden sieht nix. Ah doch. Da ist der Turm. Da ist er. Genau voraus. Gott, oh Gott, oh Gott. Mitten durchgelaufen, ich Trottel. Ah, das ist Glückssache gerade irgendwie, wer weiß. Da hätten überall Typen rumstehen können. Da ist jemand. Such die Deckung. Okay, guck mal, wo das ist. Da ist einer. Stück über dir reden. Ah, ein Kind. Guck mal. Ein Kind. Dass sie das Kind umbringen muss. Ich komme jetzt zu dir. Du, nicht schießen. Okay. Wir können das Kind ja heilen. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Okay. So, wir müssen die beiden Punkte dahin bringen, glaube ich. Oder? Aha. Wow, eine Heilerin. Sahira. Anti-Sahira, كيف يمكنك فعل ذلك? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Oh je. Salim, Salim.
Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody? Ja. Ja, Jody. Oh. Da kommt ein Auto. Oh, shit. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, was ich tut? Hektik. Oh, ah, die Wand eingeschützt. Sehr gut. Gleich nochmal. Sehr praktisch. So, wo ist der auf dem Auto da? Ich muss näher rangehen. Okay. Näher ran. Wo sind die denn? Oh Gott. Es ist nicht so einfach, weil man nicht wirklich erkennen kann, wie da die Position der Typen ist. Da kommen wir nicht hin. Das geht nicht, oder? Das haben wir schon mal versucht, okay. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich kann nicht nach rechts. Ich kann die aber auch nicht umbringen. Da, den kommt. Achso, der. Jetzt müsst ihr vorbeikommen. Okay. Jetzt geht's. Wunderbar. Oh Gott. Okay, das müsste jetzt vielleicht funktionieren. Oh. Der erste Schuss, den sie abgibt. Und der sitzt. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Oh Gott. Ah, shit, ey. Ah, nein! Verdammt nochmal! Scheiße! Ich weiß aber nicht, was genau sie will! Shit, jetzt fällt sie um. Die Bewegung ist immer nicht so ganz klar. Soll sie jetzt angreifen oder soll sie ausweichen? Jody! Was tust du? Der Junge! Kann. Was willst du von mir? Ach, ich kann das Pferd lenken. Ach du Scheiße, ich hab das. Oh mein Gott. Erlangst du mir rein? Ist okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Yeah. Ja. Es ist schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Al-Turidina Djabila Unek. La Burja Shabab. Da muss ich jetzt hin. Hastatia ist Chabukin Chichi. Et Ali. Et Ali. Mitkommen. Was hab ich zu verlieren? Na, dann geht's weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da geht schon weiter. Ah! Mit dem Panzer. Oh mein Gott. Einfach hinter dem Jungen her. Komm, einfach. Ah, oh, du machst mich fertig, echt. Er führt mich hin. Überall sind Bilder von dem Typen.
Hui. Schande. Wo ist der Junge? Ah! Du Scheiße! Was soll war das? Wo ist der Junge? Ach da. Ich sehe hier aber nur so einen Tunnelblick irgendwie. Ich sehe nicht um mich rum irgendwie. Ich sehe nur da, wo ich gerade hinlaufen kann. Ah. Das eskaliert hier ganz schön. Oh, gut. Die Waffe muss auch einiges wiegen, die er da hat. Guck mal, wo sind die da vorne? Da. Huch. Muss ich erstmal orientieren, wo der mich jetzt hier hingebracht hat. Da bin ich. Da. Achso, da kommen wir jetzt nicht hin. Okay, na gut. Au! Upsi. Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Oh mein Gott. Hey, hilf mir! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Aber erstmal heilen. Bei Gott, einen. Einen so geheilt, ich sag mal. Tapfer, kleiner Kerl. Oh, oh, oh. Die müssen mich doch sehen, da hinten. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Schießt der heute Raketenwerfer auf mich? Komm, geh mal darüber. Ah! Na gut, der hat ja nicht auf mich geschossen. Okay. Stimmt, wird der Junge sterben. Und Jody ist schuld oder sowas. Und sie will sich da Vorwürfe machen. Okay. Hat sie los! Hat sie los! Heftig, mitten im Gespräch so. Oh mein Gott. Oh no? Fahren wir Auto? Oh mein Gott. Wir lassen ihn den Weg frei machen. Wahrscheinlich lässt er sich erschießen oder so. Und wir fahren hinterher. Oder so. Ruhig ein. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Aha. Oh mein Gott, keiner hat geguckt. Was? Achso, gucken. Wir ducken uns lieber die ganze Zeit. Oh mein Gott. Duckt euch! Oh, jetzt wird's ernst.
Sonnenbrille. Sie kann ja nichts sagen. Hassan, ماذا بك؟ هل أصبحت أدرش؟ أنا أكلمك. Kann ich irgendwas machen? Nee. Ach, die haben ihn einfach fahren lassen, obwohl er nichts gesagt hat. Wie krass. Oh mein Gott. Ah, den haben sie leben lassen. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemusa bi ey Azah. Süß, wie die beiden sich verstehen irgendwie. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. يمكنني البقاء إلى جانبك. أستطيع مساعدتك. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Wo spielt es? Das ist für dein Kind sein. Boah, nicht mitbekommen. لك حد انقذت حياتي. لن انسى فعلك هذا ابدا. Na gut, okay. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit. Gucken wir noch mal kurz. Also darüber müssen wir. Ist aber noch ein Stückchen, oder? Uiuiui. Laufen wir einfach von Deckung zu Deckung. Okay, das wird wohl die richtige Richtung sein hier. Soll ich hier durch? Jo, ich glaube, das ist richtig hier. Oh, da ist einer. Oh, halt, stopp, 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 zurück. Oh, den hätten wir gehabt. Da sind wir. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Aha, da rein. Und sie weiß, dass er hier ist. Du weißt, was du tun musst. Guck mal, ob der wirklich da Finde ist. Finde Jamal ein. Finde Jamal. Ah, das klappt aber nicht. Das darf doch nicht wahr sein, sein Elend. Immer mein zweiter Versuch, unglaublich. Der wundert sich nicht. Hier ist so einer, der kann übernehmen. Okay. War das ja eine Waffe sich irgendwie besorgt? Oder? Hat keine Waffe. Also vielleicht können wir dem einfach da durchgehen und ihn suchen. Jamal. Unauffällig sozusagen. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Gut. Such eine Waffe. Such eine Waffe. Ja, keine Ahnung, da müsst du eigentlich jede Menge rumliegen. Ja,
Such eine Waffe. Auf dem Truck vielleicht? Das große MG da oben drauf. Einfach reinheizen. Da ist nix. Und hat der vielleicht eine getragen hier? Da ist doch eine. Ah. Gut. Ich muss es tun. Schon. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Na klar. Kannst du das? Warum nicht? Sie hat schon so viel getötet. Boah, je. Das ist echt eine krasse Superwaffe hier. Alter! Jo. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Die Tür aufmachen, ja klar. Ach da. So, sie ist echt eine unglaubliche Superwaffe. Also, die können ja gar kein Misstrauen haben gegenüber jemandem, den sie kennen, und der tötet sie dann. Das ist echt der Hammer. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwas anschauen können. Nee. Oh, da muss ich. Ah, okay. Muss ich einfach nur mal gucken, wer er ist. Oder so. Hm. Ja, komm, mach. Die Leute, diese Folge ist heute ein bisschen länger geworden. Es gab keinen Punkt, wo ich hätte aufhören können, irgendwie. Da ist er. Oh. Er hat's gesehen. Oh, jetzt hat er den Vater umgebracht. Er ist dein Vater? Oh, nee. Oh, der hat sie echt erschossen. Krass. Jetzt müssen wir ihn doch noch töten. Heftig. Kann man irgendwas machen? Ich fürchte nicht. Ich glaube, wir können los. Verdammt. Oha, wie kommen wir jetzt wieder raus? Weg von hier. Ja. Sie hat ein GPS-Signal. Verschütten. Oh, jetzt hat sie gejagt. Ach du Scheiße. Sie gerät hier irgendwie zwischen die Fronten. Au. Alter. Das läuft nicht gut. Ach du Scheiße. Kurz heilen.
Oh mein Gott. Achso, ich kann was machen. Komm, 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 komm. Ah. Ah. Heile. Okay, was noch? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Mal rausgucken. Wo ist es? Wo? Hier. Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Wir können nichts machen. Ach, da oben. Ah, okay. Hoch mit dir, Lady. Nein! Sie ist doch geheilt, das dürfte eigentlich nicht wehtun, oder? Wo ist die blöde Leiter? Ah, ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da. Oh mein Gott. Uff. Das ist ja eine Scheiße hier. Oh mein Gott. Oha. Ja, das ist hoch. Mich an Black Hawk Down. Das ist auch so eine Situation irgendwie. Nur, dass es da nicht gelungen ist, die Leute abzuholen. Ja, liebe Leute, das war heftig. Da hat sie einiges erlebt hier. Schlimme Sachen gesehen. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, toll. Alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Ah, das ist ihm, glaube ich, egal. Sie ist ja ein gutes Werkzeug. Oh, ich kann da was machen. Die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Ach. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Ach, viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Ach du Scheiße. Sehr. Mich angelogen. Sie hat die Gegend noch weiter destabilisiert. Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt?
Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte sie nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Joe. Boah, ey, das kann Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Oh mein Gott. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Oh. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst. Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Ah, Jody! Ich gehe jetzt. Was zur Hölle? Jetzt verstehe ich auch, warum sie sich von der CIA gewandt hat. So, zurück in Amerika. Jetzt verstehe ich's. Da sind wir also. Das ist der Ort, wo sie eben dann im Zug sitzt und verfolgt wird. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, sag's ihnen, Nathan. So langsam fühlt sich das Puzzleteil, alles fügt sich zusammen. Fügen sich die Puzzleteile, das ist sehr heftig. Er hätte die Region stabilisieren können und sie hat ihn umgebracht. Oh mein Gott. Krass. Ja, wir haben es geschafft. Über eine Stunde lang. Ryan nicht geküsst. Zum Glück dieses Ekel. Oh, die meisten haben ihn geküsst. Der Ergreifung entkommen. Waffe genommen, Soldat. Auf den Dach gerettet, zur Kathedrale geschlichen. Hat die Hälfte nicht gemacht. Kontrollpunkt passiert. Und ein unentdeckter Weg. Okay, interessant. Liebe Leute, wir hören an der Stelle auf. Natürlich sofort. Jetzt ist Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Spiel ist echt heftig. Ich glaube, dass wir uns so langsam aber auch dem Ende zuneigen, weil so langsam wissen wir, was so zwischendrin alles passiert ist und warum sie abgehauen ist und so weiter. Wir wissen auch noch nicht, wie es mit dir weitergeht nach der Wüste. Na gut, das werden wir vielleicht übermorgen erfahren oder auch nicht. Schaltet wieder ein. Macht's gut, bis dann. Eure Lucida. Tschüss.